Und die dritte Sphäre. Hurra. Voll der Geheimgang. Damit man den noch immer wieder gut verschließen kann und ne, damit man den mehrfach benutzen kann, wird beim Öffnen einfach die komplette Wand zerstört. Wer baut sowas? Ich, keine Griffe oder etwas ähnliches zum Öffnen. Noch zwei Abdrücke. Hier scheint mal ein Griff gewesen zu sein. Wirklich? Keinen Hunger, ich muss ihn wohl wegtragen. Allerdings muss ich verhindern, dass er mich kratzt. Okay. Wo auch immer ich ihn jetzt hingetragen habe. Wahrscheinlich im Fluss ertränkt. Humans, we can't let them es. Is that Longhorn? I'll take care of this. Go on ahead. Okay. Eine stumpfe Säge, natürlich. Die brauchten wir ganz dringend, genauso wie diesen Enterhaken. Verbogenen Haken, Entschuldigung. Ein Sieb. Das liegt da. Perfekt. Ah, Teeblätter. Ich kann erst später eine Tasse Tee trinken. Erst muss ich mit dem Jungen sprechen. Ich suche nach dem Ursprung des Geräusches. Was für ein Geräusch? Na, ich... Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch verschlossen. Für Longhorn wäre das kein Problem. Eine Feile. Okay, das machen wir damit wohl nicht. Auf dem Schutzschild fehlt etwas, natürlich. Wir nehmen aber diesen eleganten Hammer mit, der so ganz unauffällig hier hängt. Ich wollte hier noch gar nicht hin. Ich wollte... Wobei... Mehr geht hier gerade eh nicht, ne? Ja, okay. Noch ist es kein Enterhaken. Ja, ich würde... Ich würde ihn trotzdem ganz gerne erstmal wieder einstecken, danke. Hallo. Er ist völlig verängstigt, der Arme. Ich muss ihn irgendwie beruhigen. Hier. Okay, er braucht wahrscheinlich eine Tasse Tee. Verschlossen. Ich habe jetzt aber keine Zeit, das Schloss zu knacken. Nee, natürlich nicht. Finde 8 Sa... Tut mir leid, ohne Alkohol ertrage ich das nicht mehr. Finde 8 Sonnenstrahlen, Alter. Hallo?
So, natürlich. Jetzt haben wir 8 Sonnenstrahlen. Wo komme ich hier eigentlich zurück? Also von wo kommen wir denn eigentlich? Das ist eigentlich auch total egal, ne? Wir müssen, glaube ich, gar nicht mehr zurück. Jetzt keine Zeit verschwenden! Ey. Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich fertig. Ja, ich brauche noch ein Seil, schon verstanden. Ach, jetzt kann ich das Ding auf einmal angucken. Oh, ich finde hier diesen kompletten Enterhaken. Und muss dann... Hallo? Was ist denn das jetzt für ein Schwachsinn? Ich brauche heißes Wasser. Ah, so, okay. Ich muss das erst... Ja, ja. Oh, danke, dass jetzt ganz offensichtlich dieses Sieb funkelt. Krieg hier echt einen Föhn, ne? Yay! Tea for me? Thank you, miss. Ah, offenbar Engländer. I'm just the scullion, my lady. I peel potatoes, scrape pots, clean up. Earlier tonight, I was climbing the ladder. Hoopos flew in with news of the Minotaur raid at a village, she said. Den Wiederhopf habe ich hier. Okay, so. Warning bell startled everyone in the kitchen. Guards came running. Die Alarmglocken. Die sind... Wo sind die? Ah, hier ist die Alarmglocke. Okay. Minotaurs in the castle. Time to evacuate, he announced. We followed and saw them close the passage to the tower behind the suits of armor. I know for sure that it leads to the throne room. It should still be locked. I hope the king and queen are okay. While running, I tripped on an exotic rug. Nobody noticed in the chaos, and I got left behind. I tried to catch up, passing some guards with crossbows. A horn sounded from somewhere. When I turned a corner, I could hear them coming after me. With nowhere else to go, I hid behind a curtain. Miraculously, they didn't notice me. I couldn't see, so I listened hard and noticed the North Tower door was sealed up magically. There should be a way into the throne room from there. Wow. The North Tower door was sealed up magically. There should be a way into the throne room from there. Alter. Dieses Spiel macht mich fertig. Okay, okay, okay. Wir haben jetzt diese Zeichnung, wofür auch immer. Wir haben einen halben Enterhaken und einen halben Haken, die wir nicht kombinieren können. Zu einem Ey, es ist... Weil wir erst noch mehr Teile von dem Enterhaken brauchen, damit wir einen Enterhaken draus machen können. The fuck! Ach, aber guck mal. Er steht Wache. Besser, ich beeile mich. Ja, mit was denn? Nein, nicht weg. Natürlich, wir sägen das ganze Tor auf. Ganz klare Sache.
So, wir brauchen noch eine Streitaxt. Hier ist auf jeden Fall das Ding. Dann brauchen wir 4-mal Ketten. Ich sehe gerade gar keine. Und 3 Schwerter. Schwerter sind aber übrigens nicht gleich Schwerter. Das ist ganz wichtig zu beachten hier. Ah ne, Moment, das sind doch alles so komische Teile, ne? Okay. Ich nehme alles zurück. Aber komm, das hier ist doch wohl ein... Das sind doch hier 1A Schwerter. Ach so, die kommen dahin. Okay, Entschuldigung. Nein, ich nehme alles zurück. Mein Fehler. Ausnahmsweise bin mal ich doof und nicht das Spiel. Kette. Natürlich. So, jetzt brauchen wir noch ein Schwert und das liegt oder hängt oder steht hier so irgendwo vielleicht oder auch nicht. Das sind alles keine Schwerter. Das hier. Warum sammeln wir 8 Schwerter, um uns dann 1 zu nehmen? Dass wir erst magisch hingucken müssen? Aber es ist... So, Moment. Ich brauche den Enterhaken, um diese Sonne darunter zu holen. Sehe ich das richtig? Es macht einfach alles gar keinen Sinn. Ich habe die Säge noch. Verrückt. Können wir die Sonne absägen? Nein. Schöner Satz. Möchte ich mir gerne einrahmen. Können wir die Sonne absägen? Können wir hier irgendeine Kiste aufsägen? Können wir das Schloss aufsägen? Ja, immerhin etwas. Und da drin ist das, was wir brauchen. Ja, ernsthaft? Nee, so ist schon richtig. Ja. Nein. Alter. Ich habe einen Haken und ein Seil und noch einen Haken und noch ein Seil und ich muss erst noch ein Seil finden, bevor ich einen Haken mit Seil draus machen kann. Ah! Warum? Thanks. Are you ready? Nein. General Blacktail, stop! What's this? You're being tricked, General. Claudius is the traitor here. He caused the drought. But we've stopped it, and here's the proof. A green spark. The drought has ended. Claudius, what's the meaning of this? No. If I can't have the throne, no one shall have it. Duh, if I can't have the throne, no one shall have it. Oh. Eat this, motherfuckers! Was? Was?
Suche nach dem magischen Muster, das für Claudius' Kraftbild verantwortlich ist. Wähle die magischen Siegel in der richtigen Reihenfolge an. Ja, okay. I don't get it. Oh, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich habe nicht drauf geachtet. Okay, unten, da, da, da. Es geht noch weiter. Oh, holy shit. Fuck. Ja, okay. So, 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 so. Okay. Da schlaft er ab. Tschüss. Claudius was tried and banished to the farthest prison in the land. The Minotaurs, grateful for the help in uncovering Claudius's treachery, helped rebuild the kingdom. As for me, after all the celebrations, I finally found myself back home. Drei Stunden und 40 Sekunden. Das waren mindestens 3 Stunden und 35 Sekunden zu viel. Alter! Schlechtester Teil der Reihe, ohne Frage. Also nicht grafisch, aber ansonsten schlechtester Teil der Reihe. Boah! Was für eine kacksinnlose Geschichte? Was für kacksinnlose Charaktere? Was für ein absolut unspektakuläres Ende? Was für langweilige Rätsel? Was zum Fick? Ganz ehrlich. Boah. Ich bin einfach froh, dass das jetzt keine 5 Stunden ging. Alter. Nee. Einfach nein. Einfach nein. Fällt mir auch einfach nichts mehr zu ein. Also ich werde jetzt dieses Spiel schließen, dann deinstallieren. Dann die CD irgendwo hin tun, wo ich sie nie wieder sehen muss. Ist das eigentlich eine CD oder eine DVD? Es ist sogar noch eine CD. Also hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie die 400 MB auf eine DVD gepackt hätten, aber okay. Ja, das war fantastisch. Das war Awakening 7, der schwarze Baum. Das goldene Zeitalter, wie auch immer. Es war der unwürdige Abschluss einer schäbigen Reihe. Und the fuck, the fuck, the fuck. Als nächstes Wimmelbild spielen wir wieder was von Artifex Mundi. Ich weiß noch nicht was, aber auf jeden Fall was Vernünftiges. Gott. Nee. Ja, und der Schinken, also der Vogel, war halt auch total sinnlos. Weil wir auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt haben. Normalerweise gibt er Tipps. Ich frage mich allerdings, wofür braucht man die? Also,
Das war der höchste Schwierigkeitsgrad und das ist so... The fuck? Was ist hier passiert? Nee. Nee? Ich bin maßlos enttäuscht. Ich möchte mein Geld zurück. Das war es absolut nicht wert. Ist... Nee. Dieses Spiel. So. Einfach nein. Na gut, dann trotzdem vielen Dank fürs Zugucken. Einen angenehmen Tag wünsche ich noch und dann bis zu einem nächsten Let's Play. Macht's gut, haut rein und tschüss.